Ich bin nicht zufrieden damit, wie das mit dem Testen läuft. Wir sollten jetzt bereits viel mehr Schnelltests zur Verfügung haben. Auch das Thema, ich sag mal, Tests für den Hausgebrauch, das müsste schon viel weiter sein. Hier hat Jens Spahn wieder Dinge angekündigt, die er nicht einhalten konnte. Das nächste Versprechen ist jetzt wieder da, dass angeblich ab nächster Woche das losgehen soll. Naja, wir dürfen gespannt sein, ob das klappt. Herr Minister, Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor kurzem gefordert, dass Impfstoffe gegen das Coronavirus ein öffentliches, globales Gut sein sollen und für alle Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollen. Und es ist ja auch so, dass eine Pandemie gar nicht in einem einzelnen Land besiegt werden kann, sondern eine Pandemie kann nur weltweit besiegt werden. Und wenn man sie nicht weltweit besiegt, dann kommt sie eines Tages, das wissen wir jetzt mittlerweile, in Form von resistenten Mutationen wieder zurück. Dem steht allerdings, das heißt, müssen alle Menschen so schnell wie möglich geimpft werden, und zwar nicht nur in Deutschland. Dem steht aber der Patentschutz entgegen und die Unzugänglichkeit von technischem Know-how für die Produktion der Impfstoffe. Es gibt Veröffentlichungen, die davon ausgehen, dass es bis zu 1000 potenzielle Produktionsstätten für Impfstoffe gibt weltweit. Und ich möchte Sie gerne fragen, was tun Sie, um diese Produktionsstätten aufzubauen, damit wir diese Pandemie möglichst bald weltweit in den Griff bekommen? Vielen Dank, Herr Kollege Kessler. Zum Ersten, ich muss mich übrigens an einer Stelle ergänzend etwas korrigieren. Es ist bei einem Virus tatsächlich gelungen, ihn unter Kontrolle abschließend zu bringen. Das sind die Pocken auf der Welt durch Impfungen. Bei Kinderlähmung sind wir übrigens kurz davor auf der Welt. Es wäre schön, wenn das auch gemeinsam gelingt durch Impfung. Und deswegen bin ich ja bei Ihnen. Es gelingt nur, wenn die ganze Welt zusammenarbeitet, das tatsächlich in all diesen Bereichen zu erreichen. Deswegen haben wir als Bundesregierung ab dem ersten Tag dieser Pandemie auch die Kooperation zur Impfstoffversorgung erstmal in ganz Europa, auch für alle Länder der Europäischen Union am gleichen Tag, aber auch für die Welt gesucht, uns aktiv beteiligt, sowohl mit Ressourcen, mit Expertise, aber auch finanziell bei COVAX, beim ACT Accelerator, bei anderen internationalen Initiativen, um Impfstoff für die Welt zugänglich zu machen. Die Frage ist nur, und da haben wir eine unterschiedliche Auffassung, Sie meinen, das ginge gut durch Zwangslizenzen. Ich meine, bei etwas so komplexen und auch Technologie anforderndem wie Impfstoffproduktion ist es besser durch Kooperation. Denn die eine Frage ist, ob man etwas darf, Zwangslizenz. Die andere Frage ist auch, ob man es kann. Und dafür braucht es einen Technologietransfer, der aus meiner Sicht idealerweise durch Kooperationen erreicht wird, wie nahezu alle großen Unternehmen, ja auch mit Herstellern, etwa dem Serum Institute of India, die genau das machen, auch für weite Teile der Welt kooperieren. Nachfrage? Was ich dann aber nicht verstehe, ist, Sie haben mit dem ersten Bevölkerungsschutzgesetz, den Paragraphen 5 des Infektionsschutzgesetzes, dahin geändert, dass Sie selbst per Verordnung Zwangslizenzen auslösen können. Warum haben Sie denn das Gesetz verändert, wenn Sie es jetzt gar nicht anwenden? Und in dem Zusammenhang gibt es ja auch eine Initiative von über 100 Regierungen weltweit inzwischen, die einen Antrag an die WTO gestellt haben, die Lizenzen freizugeben. Warum ist die Bundesregierung nach wie vor gegen diesen Antrag und verhindert gemeinsam mit den anderen europäischen Regierungen, dass die Pandemie schnellstmöglich weltweit bekämpft werden kann? Zuerst einmal, Herr Kollege Kessler, die Bundesregierung tut alles, und zwar gemeinsam mit allen betroffenen und beteiligten Ressorts dafür, dass diese Pandemie weltweit gemeinsam bekämpft werden kann. Gerade diese Woche ja auch noch Ende letzter Woche G7-Treffen und anderen Vereinbarungen, die wir auch auf europäischer Ebene zur Unterstützung der Welt getroffen haben. Zum Zweiten sehen wir, dass durch Kooperationen in Deutschland, in Europa, auf der Welt gerade Milliardenproduktionen aufgebaut werden. Das Ziel ist, und das ist ja ein erreichbares Ziel innerhalb von Monaten der Hersteller, Milliarden Impfdosen zu produzieren, um die Welt zu versorgen. Und wir unterstützen sie aktiv. Wir haben sie übrigens allein durch die Entwicklung der Impfstoffe und den Aufbau der Produktionskapazitäten mit unterstützt, maßgeblich. Wir haben halt nur eine unterschiedliche Auffassung. Sie sind der Auffassung, der Staat sollte immer alles tun, was er darf. Wir sind der Auffassung, dass wir zwar vorsorglich Regelungen treffen für bestimmte Situationen, die eintreten könnten in einer Notlage, aber diese Maßnahmen nur ergreifen, wenn sie tatsächlich zwingend notwendig sind. Und wo kooperiert wird, ist kein Zwang notwendig. Frau Dr. Lütz. Ich knüpfe an die Frage meines Kollegen Dr. Kessler und an Ihre Antwort darauf. Sie haben gerade, Herr Spahn, einen Widerspruch aufgemacht zwischen Technologietransfer und Aufhebung des Patentschutzes. Aber wir sind uns doch hoffentlich einig, dass der Erfolg entscheidet. Und darum
Erklären Sie mir bitte, wo besteht der Widerspruch? Warum sollte es nicht das Erfolgreichste sein, beides umzusetzen, Technologietransfer und Aufhebung des Patentschutzes? Frau Kollegin Lötsch, ich weiß nicht, wie Ihre Lebenserfahrung ist. Meine ist die, dass wenn man etwas unter Zwang tun soll, die Bereitschaft zur Kooperation meistens nicht so groß ist, als wenn man von sich aus kooperiert. Mögen unterschiedliche Erfahrungen sein oder Weltsichten. Aber jedenfalls sehen wir doch, dass BioNTech, CureVac, AstraZeneca, Johnson & Johnson, alle Impfstoffhersteller und Entwickler weltweit Kooperationen schon geschaffen haben oder schaffen, um Produktion weiter zu erhöhen. Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, und wir unterstützen Sie übrigens dabei, indem wir Sie abschirmen und indem wir Produktionszuschüsse, also finanziell abschirmen, Unterstützung geben, Produktionszuschüsse geben. Ich bin nur weiterhin der festen Überzeugung, dass ein Technologietransfer durch Kooperation am Ende immer erfolgreicher ist als ein Technologietransfer durch Zwang. Sie müssen am Ende es ja auch jemanden machen lassen, der es überhaupt erstmal kann von seinen Voraussetzungen her. Sie können nicht aus jedem Impfstoffproduzenten mal eben einen mRNA-Impfstoffproduzenten machen. Ich habe manchmal den Eindruck, diese Debatten sind sich der Komplexität einer Impfstoffproduktion nicht bewusst. Heike Hentl, Die Linke, hat eine Nachfrage. Ich möchte gern immer nur pro Fraktion eine Nachfrage zulassen. Ja, danke schön, Herr Präsident. Herr Minister, Sie haben gerade darauf verwiesen, dass Sie Nachweise haben wollen für die Wirksamkeit von Selbstschnelltests, bevor Sie dann diese auch erwerben. Jetzt frage ich mich, weshalb Sie für 400 Millionen Euro 200.000 Dosen eines Antikörpermedikaments aus den USA eingekauft haben, obwohl auf meine Nachfrage hin da bisher überhaupt keine fertigen Studien vorliegen. Ihnen liegen lediglich nach Auskunft Ihres Ministeriums Zwischenauswertungen der laufenden klinischen Prüfungen vor. Das heißt, es gibt keine letztendlich bisherige Nachprüfung der Wirksamkeit dieser Antikörper. Ich frage mich, weshalb Sie dort für fast eine halbe Milliarde bereits die Dosen eingekauft haben. Wenn Sie bei den Schnelltests argumentieren, dass Sie erst auch die Nachweise vorliegen haben wollen. Frau Kollegin, ich verstehe die Frage gut, deswegen gehe ich da auch gerne drauf ein. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass es eben Zwischenergebnisse und erste Evidenz gibt. Wir haben auch das Paul-Ehrlich-Institut als zuständige Behörde gebeten, das natürlich zu bewerten, haben mit den Fachgesellschaften, den medizinischen entsprechende Hinweise eben auch zur Gabe dieser monoklonalen Antikörper in welchen Situationen. Sie machen übrigens nur Sinn, wenn Sie sehr frühzeitig nach Infektionen Menschen mit besonders großem Risiko für einen schwersten oder gar tödlichen Verlauf gegeben werden, in welchen Situationen das angezeigt ist. Und deswegen hat die Bundesregierung im Corona-Kabinett, wenn ich es richtig erinnere, ich glaube im November entschieden, entsprechende Antikörper zu erwerben. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Weil auch die weltweit umkämpft sind. Und Sie im Zweifel die Erste wären, die, wenn es andersrum wäre, mir sagen würde, warum haben eigentlich andere Länder auf der Welt das und wir nicht? Und deswegen wir eben am Ende bei einem monoklonalen Antikörper und einem Medikament, bei dem die Behörden sagen, dass es jedenfalls nicht schadet und Nutzen hinreichende Evidenz hat, gerade in besonderen Situationen, wir das dann nach ärztlicher individueller Entscheidung auch verfügbar machen wollen. Fabio Di Masi hat eine Nachfrage. Danke, Herr Minister. Ist es zutreffend, dass Sie in Ihrer Kommunikation mit Frau Tandler, der Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler, Angebote für Masken von der Schweizer Firma Emix Trading erhalten und diese Angebote gegenüber Frau Tandler eigenständig, also auch persönlich zugesagt haben? Herr Kollege Di Masio. Ist richtig, ne? Ja. Bin ich nicht so streng. Entschuldigung. Sie haben ja auch dazu schon schriftliche Nachfragen gestellt, wenn mich nicht alles täuscht, die wir ja entsprechend auch beantwortet haben. Auf die kann ich auch entsprechend verweisen. Ich will Ihnen nur noch mal und uns allen gemeinsam die Situation letztes Frühjahr in Erinnerung rufen. Es gibt wahrscheinlich keine Fraktion hier im Deutschen Bundestag, wo mir nicht auch Abgeordnete Angebote zugesandt haben von Maskenhändlern und Anbietern in der damaligen Phase mit dem Hinweis, ich solle den doch bitte mal kontaktieren. Und das, ja, Sie nicht, aber viele. Und nicht nur hier, aus dem ganzen Land habe ich diese Hinweise bekommen. Und natürlich habe ich in der damaligen Phase dann auch Kontakt aufgenommen.
Ich würde sagen, ich hätte das nicht richtig mein Amt ausgeführt in der damaligen Not, die wir hatten, wenn ich mich nicht auch persönlich gekümmert hätte, dass wir Abhilfe schaffen für eine sehr missliche Situation für Pflegekräfte, die für uns gegen und mit diesem Virus kämpfen, die Schutz brauchen. Und natürlich habe ich dann eben auch, wenn Kontakte, Hinweise kamen, wo Masken verfügbar sein könnten, entsprechend bin ich diesen Hinweisen nachgegangen und habe mich darum bemüht, Masken für Pflegekräfte zu besorgen. Das stimmt. Danke sehr.